Hallo und willkommen zur Fortsetzung unserer Videos zu Zuverlässigkeit in Client-Server-Systemen. Wir haben uns in den vorherigen Videos darüber unterhalten, wie Sie Metriken, quantitative Metriken für Zuverlässigkeit konkret ausrechnen können. Wir haben uns Availability und Reliability angeschaut. In diesem Video fangen wir an, uns darüber zu unterhalten, wie man diese Metriken tatsächlich auch verbessern kann, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um die Zuverlässigkeit eines Client-Server-Systems zu erhöhen. Und die wesentliche Idee dabei ist Redundanz. Wir brauchen, wenn wir zum Beispiel die Availability eines Systems vergrößern wollen, zusätzliche Ressourcen. Wenn Ihr eines System ausfallen kann, zu einem beliebigen Zeitpunkt, und Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu einem Zeitpunkt den Dienst dennoch erbringen wollen, dann brauchen Sie weitere Systeme, dann brauchen Sie weitere Ressourcen, die Sie hinzufügen müssen in Ihrem Gesamtsystem, über das, was Sie als Mindestmaß benötigen würden. Und das ist die Vorstellung, mit Ausfällen durch redundante Ressourcen umzugehen. Sie sind redundant, weil sie für das Erbringen des Dienstes im bestmöglichsten Fall nicht gebraucht werden. Sie sind aber für die Verbesserung der Zuverlässigkeit dennoch nötig. So, der einfachste Fall ist, Ihre einzelnen Ressourcen sind stochastisch unabhängig. Genauer gesagt, das Ausfallverhalten Ihrer einzelnen Ressourcen ist stochastisch unabhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass System 1, 2 oder 3, aus dem Sie Ihr Gesamtsystem zusammensetzen, bei denen 2 und 3 redundant zu System 1 ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Gesamtsystem in der Lage ist, den Dienst zu erbringen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass 1 oder 2 oder 3 in der Lage ist, den Dienst zu erbringen, da sie redundant zueinander sind. Wie gesagt, im statistisch einfachsten Fall sind diese Systeme stochastisch unabhängig voneinander und Sie finden dann das übliche Argument, dass Ihre Wahrscheinlichkeit, den Dienst nicht erbringen zu können, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl 1 als auch 2 als auch 3 nicht in der Lage ist, den Dienst zu erbringen, also das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten. Und wenn Ihre drei Ressourcen unabhängig und auch noch identisch zueinander sind, dann ist das einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein System versagt, hoch die Anzahl Ihrer Systeme. Also Versagenswahrscheinlichkeit hoch Anzahl. Und dieses hoch Anzahl ist der entscheidende Punkt. Sie sehen also hier unter diesen angenehmen Annahmen eine exponentielle Verbesserung Ihre Availability durch redundante Ressourcen. Exponentiell in der Anzahl der Ressourcen. Und das ist toll. Das ist toll. Sie bekommen für einen linearen Zuwachs an Aufwand, zum Beispiel Kosten für die Ressource, eine multiplikative Verbesserung Ihres Gesamtverhaltens. Dieses Verhalten wird uns immer wieder begegnen. Sollten Sie mal in eine Mobilkommunikationsvorlesung kommen, dann reden wir fast ein halbes Semester über nichts anderes. Es läuft immer wieder auf dieses Argument hinaus. So, natürlich, und das hatten wir ja schon in der Diskussion zu den Festplatten in einem Rechenzentrum und den Ausfällen da uns überlegt, naja, diese einfachsten Fälle existieren in der Regel nicht. Normalerweise sind Ihre Ressourcen irgendwie stochastisch voneinander abhängig und miteinander gekoppelt. Und das kann in völlig relevanter Weise der Fall sein. Sie haben die gleichen Festplatten im gleichen Gehäuse eingebaut. Sie sind alle dem gleichen thermischen Stress ausgesetzt. Dann sind die hochgradig miteinander korreliert in ihrem Ausfallsverhalten. Oder es ist irgendwie ein Handwaving-esoterisches Argument, dass ja, natürlich kann ein Meteor einschlagen und alle Systeme vernichten, aber dann ist es auch egal. Nicht? Also dann, wenn die Menschheit untergeht, ist es mir auch egal, ob die Festplatte noch funktioniert. So, kommen wir auf was Konkretes hinaus. Wie erbringen wir denn jetzt diese Redundanz? Ich habe jetzt immer über die Idee geredet, dass wir sogenannte Physical Redundancy haben. Dass ich tatsächlich zusätzliche Ressourcen hinzufüge, System 1, System 2, System 3. Ja, das ist natürlich möglich und auch anschaulich, aber nicht die einzige Möglichkeit, das zu tun. Wir können auch eine einzelne Ressource benutzen, die vielleicht noch Leistungsreserven hat, die sich vielleicht genügend Zeit nehmen kann, um sich um eine Anfrage mehrfach zu kümmern, bei der vielleicht sogar genügend Zeit ist, die Anfrage mehrfach zu bearbeiten und vielleicht sogar noch eine Reparatur durchzuführen. Lassen Sie mich das kurz aufzeichnen. Also die Idee ist, zu sagen, ich habe entweder über der Zeit meine Ressourcen A, B und C, die ich für eine bestimmte Dienst, das ist vielleicht zu lang, das wird dann unübersichtlich, Moment, die ich für eine bestimmte Dienstausführung brauche. Und wenn jetzt bei einem dieser Systeme hier der Blitz einschlägt, dann habe ich doch noch hier
genügend Zeit gehabt, um den Dienst tatsächlich durchzuführen, weil die Ressource A und B noch beide funktioniert haben und insgesamt hat meine Dienstausführung funktioniert. Wie sieht das, und das ist das Beispiel für Physical Redundancy, mehrere separate Ressourcen. Wie sieht das aus, wenn ich nur ein einzelnes System benutze, also nur ein einzelnes System A und naja, vielleicht habe ich wieder hier die gleiche Zeitspanne zur Verfügung von Anfrage bis zu benötigter Fertigstellung. Wenn ich also hier anfrage und fertigstelle, naja, im einfachsten Bild, und das Bild ist seltsam, würde ich ja sagen, okay, ich führe das hier dreimal aus, muss natürlich eine entsprechend dreimal so schnelle Ressource haben, um das hier durchzuführen. Aber warum sollte ich das tun? Warum sollte hier dieses System in irgendeinem Sinne mir Vorteile für die Availability bringen? Wenn es hier oder hier der Fehler zuschlägt, der Blitz einschlägt, dann funktioniert mein System ja trotzdem noch nicht. Das heißt, ich muss in einem solchen Fall nicht nur, das sollte ungefähr gleich lang sein, nicht nur genügend Zeit für die Ausführung, sondern auch für mögliche allfällig werdende Reparaturen vorsehen. Denken Sie Neustart, denken Sie Reboot, Reparatur, Reboot, was auch immer. Wenn Sie dafür Zeit einplanen können und Ihr System tatsächlich schnell genug ist, das zu tun, dann haben Sie auch hier wieder Redundanz zur Verfügung. Das ist dann Redundanz entlang der Zeitachse, Time Redundancy. Sie merken, dass ich hier diese Achsenvorstellung, Redundanz in der Zeitachse oder hier ist es eine Redundanz in der Ressourcenachse oder auch Raumachse oder auch Spatial Diversity. Okay, das ist die grobe Vorstellung. Also Sie brauchen auch hier, wenn Sie Zeitredundanz benutzen wollen, ein System mit Reparaturmöglichkeit oder mit der Möglichkeit, neu aufzusetzen, einen neuen Versuch zu starten, der dann hoffentlich stochastisch unabhängig funktioniert. Und das kennen Sie alle, das klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber das haben wir implizit schon mehrfach benutzt. Ein Beispiel hierfür sind nämlich Acknowledgement-Protokolle. Die machen genau das. Ich unterstelle oder ich hoffe zumindest, dass ich einen zweiten Versuch einer Paketübertragung stochastisch unabhängig mit neuer Chance, mit einem neuen Würfelwurf durchführen kann und hoffe dann auf entsprechende stochastische Verbesserung meiner Ergebnisse. Das sind die beiden wichtigen Sorten von Redundanz, die wir uns hier anschauen werden. Time Redundancy und Physical Redundancy, Redundanz in der Zeit oder im Raum durch die Entitäten. Redundanz im Raum ist der richtige Begriff, klingt aber zugegebenermaßen etwas seltsam. Es gibt noch weitere Sorten. Sie könnten zum Beispiel Information Redundancy benutzen, indem Sie zusätzliche Bits hinzufügen, unterschiedliche Repräsentationen der gleichen Daten benutzen, um zum Beispiel sich zu sichern gegen Verfälschung, inkorrekte Eingabe oder ähnliche Dinge. Aber Sie sehen, hier ist eine Klammer drumherum. Das interessiert uns hier nur am Rande. Das ist dann eher in einer Vorlesung Rechnernetz oder Informationstheorie relevant. Schön, also bleiben wir ruhig für die folgende Diskussion hier in der Physical Redundancy, in der räumlichen Redundanz. Worauf läuft das jetzt hinaus? Das läuft darauf hinaus, dass ich mir jetzt überlegen muss, wie ich meine redundanten Ressourcen eigentlich zum Einsatz bringe. Ich habe verschiedene Kategorien von Redundanz, in der ich sie betreiben kann. Der erste einfachste Fall ist der sogenannte Cold Standby. Meine redundante Ressource ist vorhanden, aber sie ist einfach erstmal nur da. Sie tut noch nichts, sie ist nicht mit Strom versorgt, sie ist vielleicht noch nicht mal installiert. Wenn Sie als redundante Ressource sich einen weiteren Rechner vorstellen, dann ist da kein Strom angeschlossen, da ist noch nichts installiert. Die muss zumindest auf jeden Fall noch hochfahren, wenn ich sie tatsächlich brauchen sollte. Das ist ein Cold Standby. Vorteil, ich habe keine laufenden Kosten. Vielleicht laufende Lizenzkosten oder sowas. Ich habe investive Kosten, die ich einmal bezahlen muss. Ich muss den Rechner ja bezahlen. Ich habe keine laufenden Kosten durch Stromverbrauch. Nachteil, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, diese Ressource in Betrieb zu nehmen, wenn ich sie tatsächlich brauche. Also zum Beispiel, wenn ich erst merke, dass mein primäres System ausgefallen ist, ich erst dann
eine Cold-Standby-Ressource hinzufügen möchte, habe ich Zeitverbrauch. Das muss ich gegeneinander abwägen. Die Alternative zum Cold-Standby ist, Sie werden es nicht raten, ein Warm-Standby. Meine redundante Ressource ist installiert, sie läuft, sie funktioniert, aber sie tut nichts. Sie verarbeitet keine Daten, sie ist aber bereit, unmittelbar die Datenverarbeitung zu übernehmen. Möglicherweise muss ich vorher, bevor ich das tun kann, noch Zustand in meine Warm Standby Resource hinzufügen. Von einer ausgefallenen Ressource, das ist immer die Frage, wie komme ich da ran? Wenn der Rechner abgestürzt ist, komme ich auch nicht mehr an die Daten auf seiner Festplatte ran. Ich muss mir also im Vorfeld hier schon überlegen, wie ich das tue. Sind meine Daten separat gespeichert? Habe ich einen zustandslosen Entwurf? Zustandslosen Entwurf ist das alles einfach. Sobald ich Zustand habe, muss ich mir Gedanken machen, wie ich da rankomme. Und vielleicht bin ich beim Gedankenmachen zum Schluss gekommen, das geht eigentlich gar nicht. Ich habe keine plausible Möglichkeit, an den Zustand einer ausgefallenen Ressource heranzukommen. Dann nützt mir mein Warm Standby-System nichts. Dann ist diese Idee nicht anwendbar. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Zustand auch auf meiner redundanten Ressource vorhanden ist. Das ist ein sogenannter Hot Standby. Ein Hot Standby ist eine redundante Ressource, die installiert ist, die arbeitet, die vielleicht keine Verarbeitung durchführt, vielleicht sogar das tut, aber auf gar keinen Fall Antworten gibt, die aber in jedem Fall den notwendigen Zustand zwischen der Nicht-Standby, der wichtigen, der eigentlichen Ressource und der Standby-Ressource möglichst identisch hält, möglichst kontinuierlich dafür sorgt, dass es ein perfektes Abbild des Zustands auf dem eigentlichen und auf dem redundanten System in gleicher Art und Weise gibt. Sie merken, ich mache hier zurückhaltende Bemerkungen. Ich mache hier etwas Handwaving, möglichst und so gut als und so weit möglich und so weiter. Da stecken wieder diese ganzen Unmöglichkeitsresultate dahinter, über die wir uns noch ausführlich unterhalten müssen. Aber das ist die Idee dabei. Nicht? So gut es irgend geht, halte ich meinen Zustand auf einem separaten, redundanten System gleich mit dem Zustand des Systems, das ich ersetzen möchte. So, und dann gibt es noch den Active-Active-Fall. Als weitere Verschärfung, ich habe tatsächlich jetzt den Fall, im Prinzip ein Hot-Standby-System, bei dem ich aber die eigentliche und die redundante Ressource mit Daten versorge, die Verarbeitung durchführe, aber hier unterdrücke ich die Antwort von einem der beiden Systeme. Es ist hier fast egal, was jetzt hier eigentlich noch das eigentliche und das redundante System ist. Das sehen Sie an der Symmetrie der Benennung. Es ist ein Active-Active, es ist nicht mehr ein Standby, es sind zwei gleichberechtigte Systeme. Es sind zwei gleichberechtigte Systeme, von denen aber nur ein einzelnes davon tatsächlich eine Antwort gibt. Okay? Also, ich habe die wesentlichen Kategorien des Cold, Warm, Hot Standbys und des Active-Active Systems. Und alles lässt sich meistens irgendwie in eine dieser Kategorien zuordnen. So, die nächste Frage, die sich stellt, ist, was meine ich denn, wenn ich System sage? Was ist denn eigentlich das Abstraktionsniveau, auf dem ich unterwegs bin? Was meine ich, wenn ich System sage? Ja, und das ist jetzt wieder der allgemeinen Terminologie geschuldet, das ist aber auch ihre Stärke. Dieses System kann eigentlich beliebig sein. Es kann ein tatsächlicher Rechner sein, es kann ein spezifisches Hardware-Ding sein, das ich beklopfen kann und auf das ich zeigen kann, das ich durch weitere gleiche Boxen nebendran redundant unterstützen möchte. Es kann eine virtuelle Maschine sein. Es kann ein Prozess sein, der auf einem Betriebssystem läuft. Es kann ein Dienst sein, der sich vielleicht seinerseits aus mehreren kooperierenden Prozessen, denken Sie Microservice-Diskussion, ein Dienst, der aus mehreren zusammenarbeitenden Prozessen sich zusammensetzt. Auf all diesen Ebenen kann ich mir Gedanken darüber machen, dass ich Redundanz möchte, in einer der vorherig genannten Art und Weisen. Ja, allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Bei mehrerer Hardware ist das relativ leicht zu sehen. Hardware, 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 1, 2, 3, Sie können durchzählen, das sind Ihre drei Systeme, die Sie hier zum Einsatz bringen. Vielleicht nicht ins gleiche Gehäuse, ins gleiche Rechenzentrum einbauen, vielleicht auch nicht ins gleiche Land, wie auch immer das Niveau Ihrer Paranoia jeweils aussieht. Aber das ist leicht zu sehen. Nicht? Sie wissen, wo diese Dinge aufgebaut sind. Bei einer virtuellen Maschine, bei einem Prozess,
Was nützt es Ihnen denn, wenn Sie drei Instanzen einer virtuellen Maschine auf dem gleichen Rechner laufen lassen? Das nützt Ihnen gegen Ausfall Ihres Rechners wieder gar nichts. Das nützt Ihnen wohl etwas, wenn Sie Sorgen haben, dass innerhalb Ihrer virtuellen Maschine irgendetwas abstürzen kann, was auch immer, und Sie Grund zu der Annahme haben, dass eine separate Instanz trotzdem weiterlaufen könnte. Zugegebenermaßen nicht das überzeugendste Beispiel. Wenn Sie solche virtuelle Maschinen haben wollen, dann sollten Sie das auch, wenn Sie dadurch Redundanz erzielen wollen, das auf mehrere entsprechend unterstützende Hardware abbilden. Sonst ist es bezüglich eines Hardwareausfalls als Redundanzmaßnahme ungeeignet. Bezüglich eines Softwareproblems, eines transienten Softwareproblems, völlig legitim. Was ist das Szenario, vor dem Sie sich schützen wollen? Das müssen Sie sich bei dieser Diskussion immer klar machen. Wovor haben Sie eigentlich Angst? Und wie viel Schutz möchten Sie da jeweils investieren? Okay? So, wie organisieren Sie das noch? Wir müssen noch kurz über die Organisation reden. Angenommen, wir reden jetzt hier mal von Prozessen, die wir redundant organisieren wollen. Prozess, virtuelle Maschine, tut hier nichts zur Sache. Das läuft auf die gleiche Diskussion raus. Dann haben wir doch, wenn wir das nochmal kurz aufzeichnen, eine Situation, dass Sie jetzt zwar mehrere Prozesse haben, Prozess 1, Prozess 2, Prozess 3, die sich, Warm Standby, Hot Standby, von mir aus auch Active Active, sagen wir, wir haben ein Hot Standby System als Beispiel. Sagen Sie, wir haben ein Hot-Standby-System, dann haben Sie noch zusätzlich Ihren Klienten. Zur Abwechslung male ich den mal rechts. Sie haben Ihren Client und Ihre Server haben wir hier links. Dann müssen Sie sich jetzt ja Gedanken machen, wie Sie diese Prozesse zueinander organisieren. Und die typische Vorstellung wäre, sich vorzustellen, ich habe hier eine Gruppe von Prozessen, die für den Klienten transparent sein soll. Das ist eigentlich die naheliegende schöne Vorstellung. Als Klient ist mir das doch egal, dass es sich hier um eine Gruppe oder um einzelne Prozesse oder wie auch immer handelt. Aber innerhalb dieser Gruppe muss ich ja zum Beispiel beim Hot Standby durchaus meine Anfragen an die einzelnen Teilnehmer verteilen oder ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich innerhalb dieser Gruppe meinen Zustand aktuell halte. Zustand aktuell aktualisieren. All das sind Dinge, die dann innerhalb einer solchen Gruppe passieren sollten. Und es kann durchaus mehrere Gruppen geben. Vielleicht ist Ihr einer Prozess oder Ihr einer Rechner in mehreren solchen Gruppen enthalten. Vielleicht gibt es noch eine Gruppe 2, in die dieser Prozess 3 ebenfalls involviert ist. Aber er ist ebenfalls bezüglich anderer Klienten, bezüglich anderer Anfragen noch ein Mitglied einer Gruppe 2. Das ist nicht eindeutig zugeordnet. So, jetzt können Sie sich noch über die Organisation dieser Gruppen Gedanken machen. Sie können sich das noch vorstellen, dass diese Gruppe flach ist, im Sinne von alle Mitglieder Ihrer Gruppe sind gleichberechtigt. P1, P2, P3 und so weiter. Und Sie sehen nach außen vielleicht als Klient wieder nur die Gruppe als Ganzes, was immer das bedeuten mag aus der Kommunikationssicht, wie Sie das gestalten wollen. Oder Sie sagen vielleicht, es gibt tatsächlich eine Hierarchie in Ihrer Gruppe, bei der Sie vielleicht einem dieser teilnehmenden Prozesse eine Sonderrolle zuweisen. Und Ihr Client sieht durchaus diesen einen Prozess, mit dem er redet, und dieser herausgehobene Anführerprozess ist dann für die Kommunikation innerhalb der Gruppe, für das Konsistenthalten etc. zuständig, während Sie hier gleichberechtigte Beziehungen zwischen den einzelnen Prozessen vorfinden. Da fehlt noch eine Linie, hier ist die fehlende Linie. So, und hier kommunizieren Sie mit dem Prozess, mit der Gruppe der Prozesse als Ganzes, das wissen wir noch nicht, wie wir das tun. Da kommen wir im Kapitel Gruppenkommunikation nochmal drauf zu sprechen, wie man das löst. Und später werden wir uns noch darüber unterhalten, Kapitel 11, wie man dann redundant gehaltene Daten konsistent halten kann. Sehr schön. Wir brauchen noch ein letztes Argument. Wir brauchen noch die Überlegung, wie viel Redundanz wir denn eigentlich brauchen.
Naja, das hängt etwas davon ab, welche Dimension Sie benutzen, wie Sie das zuordnen. Es hängt davon ab, was Sie eigentlich als Fehlermodell unterstellen und was Ihre Fehlerwahrscheinlichkeit ist und welches Risiko Sie bereit sind einzugehen. Und dann können Sie wieder leicht rechnen. Dann können Sie einfach sagen, okay, ich mache Ihnen die Rechnung noch kurz vor. Meine Wahrscheinlichkeit eines Komponentenausfalls ist P. Mein Risiko, dass ich bereit bin einzugehen, ist groß P. Wir unterstellen stochastisch unabhängig für Anzahl Komponenten L. Anzahl Komponenten, meine Güte. Man sollte schreiben können, wenn man sowas macht, ist L. Naja, und dann muss P eben kleiner als P hoch L sein. Und dann können Sie das nach L oder P oder Groß P auflösen, wie immer Sie es gerne hätten. Ein typisches Beispiel wäre L gleich 3, die sogenannte TMR, Triple Modular Redundancy. Sie benutzen drei Systeme, von denen Sie hoffen, dass sie stochastisch unabhängig ausfallen. Und ja, was machen Sie? Sie stellen eine Anfrage an diese drei Systeme, aber jetzt bekommen Sie von denen unterschiedliche Antworten zurück. Jetzt brauchen Sie dazu noch eine weitere Komponente, einen Voter in diesem typischen TMR-Modell, der Ihnen die Entscheidung liefert, wenn hier eine 2 und hier eine 5 und hier eine 5 zurückkommt, dann ist 5 die richtige Antwort, die Mehrheitsabstimmung. Naja, das ist jetzt aber komisch, oder? Wenn Sie sich jetzt das Modell anschauen, dann muss ja diese Komponente aus dem Gesamtsystem hier funktionieren und der Voter muss funktionieren. Also haben Sie jetzt zwei Komponenten, die unverknüpft sind, die funktionieren müssen. Nette kleine Übungsaufgabe, rechnen Sie das aus. Was haben Sie denn jetzt gewonnen? Jetzt haben wir mit dem Voter wieder eine einzelne Komponente, deren Ausfall das Gesamtsystem gefährdet. Ein Single Point of Failure haben wir hier gerade geschaffen. Okay, wir haben also die eine Komponente ersetzt durch redundante Komponenten, dafür einen weiteren Single Point of Failure hinzugewonnen. Haben wir jetzt wirklich etwas gewonnen? Nicht unbedingt. Das heißt, das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, ein solches einfaches TMR-Modell, wenn Ihr Voter signifikant einfacher und signifikant verlässlicher ist als Ihre Einzelkomponenten, sonst senken Sie durch diesen Ansatz möglicherweise sogar Ihre Gesamtwahrscheinlichkeit oder Ihre Gesamtavailability in dem Fall. So, und als letzten Punkt brauchen wir noch die Frage, wie viele dieser Ressourcen muss ich denn jetzt wirklich kaufen? Und das meint Folgendes. Es ist wieder ein stochastisches Multiplexing-Argument. In folgendem Sinne, angenommen, Sie haben Ihre Ressource 1 und Ihre Ressource 2 und Ihre Ressource 3. Und die dienen alle unterschiedlichen Zwecken. Denken wir jetzt hier vielleicht tatsächlich lieber Rechner als Prozess. Naja, und jetzt können Sie sich überlegen, dass Sie jetzt natürlich entweder jedem dieser Rechner einen zweiten Rechner, einen redundanten Rechner 1, einen redundanten Rechner 2 und einen redundanten Rechner 3 hier zur Seite stellen. Und dann haben Sie dreimal redundante Rechner gekauft. Und daran ist nichts falsch, das freut auf jeden Fall das Herz der Firma, die Ihnen den Rechner verkauft hat. Vielleicht ist es aber gar nicht nötig, vielleicht haben Sie als Alternative eine gemeinsame Redundanz, gemeinsam mit dem Argument, alle Ihre drei Primärsysteme können auf dieses gemeinsame Redundanzsystem zugreifen, vielleicht hier eher als ein Cold Standby wäre vielleicht hier ein typisches Modell. Aber das ist nicht unbedingt daran festgebunden. Warm Standby würde typischerweise ebenfalls funktionieren. Und Sie machen nur eine redundante Ressource mit dem Argument, na, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die alle drei gleichzeitig ausfallen? Und Sie haben nur einmal einen redundanten Rechner gekauft. Und natürlich ist hier die gesamte Availability immer noch kleiner als... Also ist hier die Gesamtavailability immer noch kleiner als die Gesamtavailability mit drei redundanten Rechnern. Aber möglicherweise ist die Reduktion des Risikos, die Erhöhung der Availability für Sie völlig ausreichend. Wir machen also ein Multiplexen der Redundanz, wenn Sie das so ausdrücken wollen,
indem wir sagen, dass diese eine Ressource hier zur Verfügung steht, um den Rechnern P1, 2 und 3 beizustehen. Okay. Ja, das sind so die Grundüberlegungen zur Redundanz. Was wir jetzt als nächstes tun müssen, ist mitzubekommen, dass wir von einem System auf ein redundantes System umschalten müssen. Wir müssen bemerken, dass ein Fehler eingetreten ist. Wir brauchen eine Failure Detection. Und das machen wir im nächsten Video. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.